Da war eine, jo, eine Gnu hier und da musste ich. Da bin ich abgefahren, aber dann bin ich durch die Stadt und da war ein Kind im 14. Stock im Fenster. Das hat mich gerettet. Das Kind im 14. Ich bin zu spät losgefahren. Ja, doch. Ich bin da schon seit 10 Minuten rase ich hier über den scheiß Flughafen rum. Ich bin seit 20 Minuten rase ich über diesen scheiß Flughafen. Ich bin seit 2 Stunden bin ich unterwegs über diesen scheiß Flughafen. Seit 3 Tagen laufe ich über diesen. Seit 4 Wochen irre ich durch diesen Scheiß. Seit 6 Monaten laufe ich durch diesen scheiß Flughafen. Ich habe schon eine Ausbildung zum Piloten gemacht. Ich bin schon losgelaufen. Da ist den Kackflughafen noch gar nicht. So früh bin ich schon los und ich muss diesen Flieger kriegen. Bitte, ich muss unbedingt nach Lübeck. Bitte, können Sie mich. Können Sie das Geld nochmal aufmachen, bitte? Wirklich? Ja. Okay, ja, ich versteh's nicht, aber okay, ja, bitte. Sie wollen mich nicht. Aha, ich verstehe. Sie wollen mich nicht durchlassen, weil, Sie, weil ich hässlich bin? Sie wollen mich nicht durchlassen, weil Sie schöne Menschen nicht bevorzugen dürfen? Sie. Sie wollen mich nicht durchlassen, weil Sie mich kennenlernen wollen. Ich soll länger hier bleiben. Ist es das? Das ist Respekt. Wie wollen Sie mich kennenlernen? Kann es das sein? Wirklich? Es geht mir genauso. Als ich schon da hinten um die Ecke bog, so vor 2 Wochen, da hab ich sie gesehen. Ja, ich sie auch, von ganz da hinten. Und von da hinten dachte ich schon, mein Gott, ist das eine schöne Frau. Von der Autobahn. Jetzt von nahem geht es eigentlich aus. Von der Autobahn. Nein. Auch von nahem muss ich sagen, mein Gott. Mein Gott. So bin ich so sehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie mir los ist. Ich bin genauso. Nein, ich mache nur Spaß. Es ist mein Arzt! Ich. Keine Idee mehr. Ich weiß, Sie sind ein anständiges Mädchen, aber wenn ich. Und das gefällt mir. Es tut mir leid. Aber vielleicht. Ich weiß nicht, mit mir geht, also vielleicht trinken wir zuerst eine Tasse Kaffee miteinander, um uns kennenzulernen. Das halten Sie davon? Ja. Ja? Gerne. Wirklich? Ja. Wir können zu mir, ich wohne direkt in der Ecke, das ist ganz nah. Wir müssen 4 Mal umsteigen, aber dann sind wir. Wir müssen rudern, über den Atlantik. Wir lassen uns einführen, ich wohne auf Alpha Centauri, das ist. Wenn Sie mich durchlassen, fliegen wir nach Lübeck, besaufen uns wieder. Ja, wirklich? Ich mach's nicht.